Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Testcampern. Wir haben heute einen Teilintegrierten von der Firma Sun Living dabei. Wer Sun Living noch nicht kennt, das ist seit 15 Jahren die Einstiegsmarke von Adria. Also Einstiegssegment ein bisschen günstiger platziert. Apropos günstiger, bei dem S72DL, der hier hinter uns steht, geht es bei 66.200 Euro los. Besonderheit hier: Es gibt ihn erstmalig auf Ford Transit. Und die weiteren Maße hast du, oder? Genau. Also Philipp hat euch den Typ schon gesagt. Er ist 72DL. Der ist 7,26 Meter lang. Er ist 2,87 Meter hoch. Also noch unter der magischen 3 Meter Teuermautgrenze für Frankreich. Und er ist 2,32 Meter breit. Philipp meinte es auch schon. Erstmalig auf Ford Transit. Erstmalig hat Sun Living ein Ford Transit im Angebot. Es gibt dieses Fahrzeug allerdings auch als Fiat Ducato. Allerdings beginnen die Ducato-Preise bei 69.000 Euro, also 2.800 Euro mehr als beim Transit und dazu noch ein bisschen schlechter ausgestattet. Aber bevor wir zum Thema Ausstattung kommen, wenn wir zum Thema Ausstattung kommen, gehen wir einmal außen rum und zeigen euch, was man fürs Geld kriegt. Unter der Haube des Testwagens schlägt das Ford Transit Herz mit 165 PS. Wie vorhin schon gesagt, 130 sind Basis und für ja, eigentlich Mutterrate 500 Euro Aufpreis ist dann hier eben der 165 PS Motor drin. Überhaupt ist die Grundausstattung echt nicht schlecht für ein Einsteigermodell. Zum Beispiel haben wir hier unten, man sieht es hier, Sensoren für die Einparkhilfe. Die gibt es vorne und hinten serienmäßig, genauso wie eine Rückfahrkamera. Die gibt es allerdings nur beim Ford-Modell serienmäßig. Beim Ducato, der ja grundpreislich teurer ist, kostet die nochmal extra. Also insofern, Ford ist hier eine ganz gute Wahl. Machen wir weiter mit ein bisschen Kritik. Wir sehen hier, die Scheinwerfer, das sind ganz normale, ich nenne sie mal Halogenfunzeln heutzutage. LED oder Xenon kriegt man weder gegen Geld noch gute Worte. Das finde ich heute nicht mehr ganz zeitgemäß. Das schicke schwarze Fahrerhäusel, das kostet Aufpreis 570 Euro, aber ich finde, es steht dem Fahrzeug insgesamt sehr gut zu Gesicht. So, was kostet noch Aufpreis? Das ist hier. Man sieht es hier, den Sensor, dahinter versteckt sich der Sensor des Abstandstempomaten. Da haben wir auch noch eine Kamera, die auch mit dazu gehört. Und das gibt es für 1900 Euro inklusive Notbremsassistent. Und ich muss sagen, das funktioniert richtig gut in diesem Fahrzeug. So, ansonsten hier vorne sind wir, glaube ich, durch. Gehen wir mal weiter zur Seite. Ein Nachteil des schwarz lackierten Fahrerhauses ist, man sieht es hier, es ist sehr schmutzanfällig. Wir sind jetzt hier gerade so 20 Kilometer auf nasser Straße gefahren und es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Rallye-Sonderprüfung. Also hier muss man öfters putzen. So, weiter geht's mit den Highlights dieses Fahrzeugs. Zum Beispiel diese, wie ich finde, sehr schicken 16 Zoll Aluräder. Die sind Teil des Style-Pakets. Das kostet 1800 Euro. Da sind die Räder drin. Da ist der lackierte Stoßfänger drin, Nebelscheinwerfer und ein Lenkrad in Lederoptik. Kommen wir nochmal nach dem Aufpreispflichtigen zu einem serienmäßigen. Na, extra ist es ja, oder nicht? Serienmäßig hat er, man sieht es hier, ist ein kleiner Schalter. Serienmäßig hat er eine elektrische Abwasserentleerung an Bord. Kann man also hier einschalten. Hinten kommt dann das Schmutzwasser raus. Das ist jetzt auch was Besonderes in der Einsteigerklasse. Gehen wir hier mal weiter. Jupp. Serienmäßig Truma Kombi 4. Im Testwagen eine Truma Kombi 6 mit E-Heizstab, also eine sehr leistungsfähige Heizung. Und die Heizung wird betrieben mit Gas. Haben wir den Gaskasten, zwei Flaschen, niedrige Ladekante. Und was hier auch serienmäßig ist, wenn man mal zwischen die beiden Flaschen schaut, hier ist ein Crash-Sensor von Truma mit eingebaut. Das heißt, man kann die Gasflaschen während der Fahrt geöffnet lassen. Auch nicht schlecht, serienmäßig in der Einsteigerklasse. Eine Umschaltanlage ist es leider nicht. Die müsste man nachrüsten. So, weiter. Serienmäßig ebenfalls schicke Rahmenfenster. Das passt doch alles soweit. Und wir kommen hier zum Stromanschluss für Landstrom. Den finde ich persönlich immer besser, wenn er auf der Aufbautürseite ist. Dann kann man da auch schön eine Verlängerungsdose anschließen. Und weiter geht's. Ich wiederhole mich heute. Serienmäßig auch die zweite Garagenklappe. Auch keine Selbstverständlichkeit. Da können wir mal einen Blick reinwerfen, aber die zeigt euch Philipp nachher von der anderen Seite genauer. Also ich finde sie sehr groß, auch wenn es für zwei Fahrräder ein bisschen eng wird, aber das zeigt euch Philipp gleich. Apropos Philipp, der macht weiter beim Heck. Das Heck des S72DL ist relativ schlicht ausgeführt. Heckfahrradträger ist hier nicht dran, gibt es bestimmt optional. Aber auf den zweiten Blick findet man auch hier spannende Serienausstattung. Da hätten wir zum einen
Die Rückfahrkamera, die hängt hier so, dass ich mit meinen 1,87 die noch ganz gut abwischen kann. Super Sache. Beim Fahren ist aufgefallen, sie ist sehr, sehr weitwinklig, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber wie gesagt, beim Transit Serie, beim Ducato nicht, das verstehe wer will. Sun Living, wie gesagt, Einsteigerklasse, aber Rückleuchten hier schon komplett in Voll-LED-Technik. Das sammelt natürlich Sympathiepunkte. Genauso wie die Parkpiepser, die der Christian vorne schon angesprochen hat, die gibt es natürlich auch hier am Heck serienmäßig. Der Stoßfänger als solches, der Heckleuchtenträger, jetzt haben wir es. Merkt man schon, relativ weiches Material, Kunststoff. Aber auch hier hat man mitgedacht, wenn man jetzt irgendwo mit der Ecke antitscht, gibt es hier solche Opferecken, die dann eben einzeln getauscht werden können. Heißt, dreifache Ausführung, dreiteilige Ausführung, das ist doch mal eine gute Sache. Wo wir gerade beim Aufbau sind, Sun Living spendiert dem Fahrzeug ringsum GFK, das heißt Dach, Boden, Wände, alles schick mit GFK gemacht. Unterm GFK ist er allerdings relativ konventionell aufgebaut. Da haben wir eine Dämmung aus Styropor und ein Grundgerüst aus Holz. Also klassischer Aufbau, aber dafür eben Dach, Wände, Boden, alles GFK. Weiter zur Seite. So, wir sind im Herbst und sobald die Sonne weg ist, wird es kalt. Deswegen jetzt wieder mit Jacke. Blick in die Heckgarage. Und das Erste, was auffällt hier an der Tür, es gibt nicht diese klassischen Verschlüsse zum Einrasten, sondern nur so ein Fangband, was die Tür im Grunde offen hält. Naja, finde ich jetzt nicht so klasse, weil wenn der Wind von da kommt, drückt es mir die ganze Zeit die Tür wieder zu. Also ich habe eigentlich schon lieber, dass man die Tür irgendwie im geöffneten Zustand arretieren kann. Hier zieht es mir die Tür eher wieder zu. Kommen wir zum Positiven. Positiv direkt hier an der Tür sind diese Organizer-Taschen. Ja, die haben hier verschiedene Fächer, wo man Kleinkram unterbringen kann, dass man eben alles gut sortiert. Das kann man beim Campen ja immer gebrauchen. Und die Besonderheit ist, sie wird hier einfach über solche zwei stabilen Bänder in solchen Hakeneingängen. Das heißt, selbst wenn ich sie nicht nutze, hätte ich hier zwei Jackenhaken, die ich auch auf der anderen Seite habe. Das heißt, über dieses Konzept ist diese Tasche auch noch sehr, sehr flexibel positionierbar im Fahrzeug. Also durchdacht, gut gemacht, gefällt mir. Heckgarage. Ja, ich sag mal, Christian hat schon gesagt, die Größe ist es nicht. Dankenswerterweise zwei Türen hat sie. Für zwei E-Bikes wird es ein bisschen eng. Das glaube ich nicht, dass es ohne weiteres passt. Zur Not muss man da eben ein bisschen Lenker drehen oder mit der Höhe gucken, wie man da zurechtkommt. Positiv ist auf jeden Fall hier eine Schiene mit Ösen. Auf der anderen Seite oben eine Schiene mit Ösen. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind nochmal feste Fixierpunkte. Also an Ladungssicherung wurde gedacht. Das Ganze wird nochmal abgerundet hier von so einem robusten Boden. Na, so wirklich rutschhemmend ist er nicht, also doch glatter als ich dachte. Aber er wirkt auf jeden Fall robust, sodass er nicht so schnell verschleißt. An Ausstattung haben wir hier Steckdose, 12 Volt Steckdose und darüber nochmal eine kleine LED-Leiste, dass man hier eben auch nachts ein bisschen Licht hat. Also alles da, was man braucht. Der große Hauptstauraum wird ergänzt hinten von 4 Fächern. Hier ist noch ein schmales Fach, da gibt es sogar eine Durchreiche in den Innenraum. Und was ich ganz witzig finde, hier hinter verbirgt sich der 110 Liter fassende Frischwassertank. Und durch diesen Spalt kann ich quasi, naja, sollte mal die elektrische Variante ausgefallen sein, kann ich aber durch den Spalt gucken und sehe auch noch, wie viel Wasservorrat ich an Bord habe. Wer hätte es gedacht, wenn wir den Frischwassertank über die Heckgarage hier finden, ist hier natürlich auch der Einfüllstutzen. Apropos Frischwassertank, was der Christian noch vergessen hatte, hat er schon gesagt, elektronisches Ventil für das Abwasser abzulassen. Der Abwassertank fasst hier 85 Liter und wer 500 Euro investiert, weil er zum Beispiel ins Winter campen will, bekommt den Grauwassertank dann eben auch noch beheizt und speziell isoliert. Eine Etage weiter oben haben wir hier noch eine große Thule-Markise. Die ist Teil des Extra-Paketes. Finde ich jetzt nicht den gelungensten Paketnamen, weil, naja, Sonderausstattung, extra, extra Paket heißt jetzt einfach mal so. Ist in Kombination mit Solarpaneln auf dem Dach irgendwo bei 2000 Euro. Gut, weiter. Felgen hatten wir schon. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hier rein. Kassettenschacht. Ja, gut gemeint, halb hoch abgedichtet, dass sich die Silikonlad schon wieder löst. Ja, schade, kann passieren, aber der Hersteller hat auf jeden Fall guten Willen gezeigt. Banktoilette ist drin. Das passt alles soweit. Und wie gesagt, halb hoch abgedichtet ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. So, Klappe zu. Aufbautür.
sieht man hier schon, schön mit Aussparung, mit einer Trittstufe. Das heißt, ich komme hier gut rein und habe nicht das Geraffel einer ausfahrbaren Trittstufe dran. Die haben ja stellenweise dann das Problem, dass sie irgendwie Dreck mit reinziehen, dass die Gelenke im Schmodder hängen. Das ist eine saubere Lösung, so kommt man gut rein und das ganze System ist geschützt. Tür, naja, dürfte ein Ticken breiter sein, aber egal, schauen wir mal rein. Der Testwagen basiert auf einem 2025er Ford Transit, deutlich erkennbar hier am digitalen Cockpit, was, wie ich finde, sehr gut abzulesen ist. Man hat auch sämtliche Informationen über die aktiven Assistenzsysteme. Wie gesagt, er hat hier einen adaptiven Abstandstempomat gegen Aufpreis zwar und einen Spurhalteassistent, Notbremsassistent. Und ich muss sagen, das funktioniert alles wirklich gut. Zweites Erkennungszeichen ist hier dieser große Monitor. Ihr seht schon, Apple CarPlay und Android Auto kompatibel. Das funktioniert auch sehr gut. Die Kopplung geht wirklich einfach. Man hat hier schon ein Navigationssystem drin, das ist hier das originale Ford Navi. Und dann hat man also hier diverse Einstellmöglichkeiten, kann also beim Auto verschiedene Sachen einstellen. Jetzt bin ich in die falsche Liste gekommen. Der wichtigste Knopf, nämlich bei modernen Fahrzeugen, ist hier unter Fahrerassistenz. Dann nehme ich hier den Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent. Das Auto piepst nämlich immer nervig, sobald man 2 km/h zu schnell fährt, kann man hier ausschalten. Und dann ist es zumindest für die eine Fahrt ruhig. Geschwindigkeitsbegrenzung an sich werden trotzdem hier im Tacho angezeigt, was, wie ich finde, die beste Möglichkeit ist. So kann man immer schauen, wie schnell man fahren darf und kann sich danach richten und wird nicht dauernd vom nervigen Gepiepse gestört. Aber ist ja jetzt Vorschrift in allen Reisemobilen. Ja, ein bisschen nervig. Gut, zurück zum... Nein, eins wollte ich noch sagen. Im Vergleich zum Ducato glänzt der Ford Transit mit zahlreichen Ablagen. Hier oben haben wir etliche, hier haben wir einen Flaschenhalter für wirklich große Flaschen und, was ich sehr praktisch finde, es gibt hier neben dem Schaltknüppel auch einen extra Handyhalter. Da ist es immer aufgeräumt, fliegt nicht rum, finde ich eine gute Idee. Hier hat man dann nochmal einen Getränkehalter, also Sachen kann man hier verstauen ohne Ende. So, jetzt geht es aber wieder um das Reisemobil. Dazu drehe ich mich mal um, habe ihn hier festgehakt. Das ist übrigens ein Haken am Ford, man kann die Sitze nur sehr schwierig drehen, weil das Fahrerhaus so schmal ist. So, jetzt habe ich mich eingerichtet. Wir haben hier eine schöne Bardinette mit einem klappbaren Tisch, dass man hier natürlich durchkommen kann, der auch wirklich groß ist. Jetzt muss ich bloß die Entriegelung finden, die ist hier und man kann ihn in alle Richtungen verschieben und auch drehen. Also hier sollte man wirklich immer einen guten Platz finden. Ich würde mal behaupten, für 4 Leute ist hier richtig bequem, ab 5 wird es wahrscheinlich ein bisschen enger. Was auch auffällt, dazu mache ich den Tisch nochmal hoch. Die Stufe hier, die ist so ein bisschen störend, weil die eigentlich genau da ist, wo man seine Füße hat. Und wenn man die Füße da hat, dann passt man nicht mehr so ganz unter den Tisch. Also die fällt meines Erachtens ein bisschen groß aus. So, was auch noch an Kritik zu üben ist, da gehe ich mal hier rüber, weil die einzigen USB-Dosen hier außer im Schlafzimmer in so einem verschiebbaren Würfel, die sind hier unter dieser Sitzbank ganz vorne am Rand. Und das finde ich extrem unpraktisch platziert, muss ich jetzt mal sagen. Optik. Ihr seht schon, wir haben hier sehr viel helle Farbtöne, also die Schrankklappen. Ich finde es mit den schwarzen Kontrasten sehr gelungen. Wem das alles zu kalt, zu kühl vorkommt, der kann natürlich, was heißt natürlich, der kann den Möbelbau auch komplett in Holzoptik bestellen. Ich glaube 870 € oder so kostet das. Wo man jetzt so ein bisschen merkt, dass wir hier in der Einsteigerklasse sind, hier an den Verdunklungen. Die sind zwar einerseits richtig gut, weil sie von unten nach oben öffnen. Das heißt, man hat ein bisschen Blickschutz nach innen. Andererseits sieht man halt schon, das Ding ist einfach hier aufgesetzt an der blanken Wand. Ist jetzt halt nicht sehr edel. Vorhänge gibt es nämlich auch nicht, die das verdecken. Aber ich sage mal, mich persönlich stört es jetzt nicht so wirklich. Vorhänge könnte man sicher nachrüsten. Muss natürlich aufpassen, dass sie nicht mit dem Hubbett hier oben kollidieren. Apropos Hubbett, das ist serienmäßig. Und schränkt allerdings die Stehhöhe doch ein bisschen ein. Ihr seht, 1,93. Hier kann ich nicht stehen, während ich vorne an der Küche wirklich gut aufrecht stehen kann. Und was beim Hubbett auch ein bisschen fummelig ist, ich komme mal ein Stück hier vor. Das Hubbett ist mit 4 solchen Gurtschnallen befestigt, die sehr fummelig und klemmig sind. Also da möchte man nicht permanent das Hubbett rauf und runter machen. Aber zeigen wir euch nachher, wenn wir euch das Hubbett zeigen. So.
Sitzbänke sind umbaubar in Gurtplätze. Hier einen in Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Gurt und den hier entgegen der Fahrtrichtung mit 2-Punkt-Gurt, dass man also 4 Leute mitnehmen kann. Der Umbau geht recht einfach. Einfach die Polster wegnehmen, Bank aufklappen, hochklappen. Das ist wiederum gut. Und was mir persönlich auch sehr gut gefällt, sind diese Schrankklappengriffe. A, fühlen sie sich gut an und B, hier, die Funktion ist auch richtig schön. Aufsteller, das gefällt mir. Richtige Handschmeichler. Und für Linkshänder wichtig, beidhändig zu bedienen. So, ich glaube, das war die Sitzgruppe. Ja, war sie. Weiter mit Küche. Gekocht wird hier mit einem Dreiflammkocher. Und was man auch schon merkt, hier ist dauernd so die Jacke von Philipp bei mir, die so ein bisschen stört. Aber hier gibt es natürlich Abhilfe. Zum einen haben wir hier nochmal so ein Utensilo oder Organizer wie in der Heckgarage, den man natürlich abnehmen kann. Nehme ich hier ab, nehme ich die Jacke darüber. Könnt jetzt dieses Ding hier hinhängen, was schon deutlich weniger aufträgt. Oder aber ich sage, ich brauche es ganz woanders und hänge es mir hier ins Bad. Dann ist es ganz aufgeräumt und schon habe ich hier mehr Bewegungsfreiheit, denn der Durchgang, ihr seht schon, ist hier wirklich ziemlich schmal. So, aber jetzt komme ich zur Küche. Wie gesagt, gekocht wird auf einem Dreiflammkocher und am Anfang war da so eigentlich ganz typisch für Adria-Fahrzeuge. Die Kocher machen oft Geräusche und zwar teilweise nervige, so auch in diesem Fahrzeug, aber wir haben die Lösung schnell gefunden. Dieser Gussrostteil hat auf dem Brenner vibriert und das ist das Fahrzeug die ganze Zeit so gemacht. Das heißt, wir haben den Gussrost einfach um 1 mm angehoben und jetzt ist es tatsächlich ruhig. Ja, gewusst wie. Wir haben hier eine viereckige Spüle, ja, klassenübliche Dimensionen. Ja, da die Armatur ist auch hoch genug. Wasser kommt hier übrigens aus einer Druckpumpe. Das heißt, man hat ja ordentlich Druck auf der Leitung. Damit kann man gut spülen. So, was haben wir noch? Jetzt kommt es zum Kritikpunkt. Die einzige Lampe hier drin oder Leuchte ist dieser LED-Balken, der noch dazu. Der Schalter, ich muss jedes Mal aufs Neue suchen. Wenn es mein Fahrzeug wäre, würde ich wahrscheinlich wissen, wo er ist. Aber der ist echt versteckt. Und wo ist er denn? Hier an der Ecke macht man dann diese Leiste aus und sie macht auch nicht wirklich besonders hell. Also hier könnte man auch ein bisschen für mehr Helligkeit sorgen. Und dann würde man auch sehen, was man hier so macht in der Küche zum Beispiel, was man in den Schränken verstaut, wobei die hinterleuchtet sind. Da kann man ganz gut reinschauen. Der Rest der Küchenutensilien reist hier im Küchenunterschrank mit. Da haben wir hier zum einen eine große Schublade. Man sieht schon, meine Messinstrumente sind noch hier drin. Eine noch größere Schublade. Hier ist die Betriebsanleitung drin und hier ist auch das Brett der Spülenabdeckung, das Schneidebrett, was man dann hier einbauen kann. Ist auch nötig, wobei hier, ja, Arbeitsfläche passt soweit. Da fällt mir gerade ein, eine Kaffeemaschine stellen, weil Steckdose ist hier. Ja, entweder da oder hier und dann hat man das Kabel dauernd im Weg. Also Steckdose hier hinten wäre natürlich ein bisschen praktischer. Und ganz unten haben wir nochmal eine Stauraumklappe und da sieht man schon 3 Flaschenhalter und auch noch ein bisschen Technik. Zum einen den Frostwächter und zum anderen die beiden Gasabsperrventile. Warum nur 2 Gasabsperrventile? Das liegt natürlich daran, dass man hier Gas nur für Kocher und Heizung braucht, denn das ist ein Kompressorkühlschrank hier hinter mir. Ich mache mal Platz, dass ihr ihn seht. Ein Dometic Serie 10 Modell mit 155 Liter Volumen, also wirklich üppig dimensioniert. Optional. Gäbe es auch noch einen Backofen, der wäre hier oben. Ist hier natürlich nicht verbaut, dafür hat man hier ein riesengroßes Staufach, was mir persönlich viel nützlicher vorkommt als ein Backofen. Also den würde ich jetzt nicht unbedingt extra bestellen. Zum guter Letzt haben wir nochmal 2 weitere Schubladen für Töpfe und Co. Also Küchenutensilien kann man hier wirklich gut verstauen. Bevor es zum Bad geht, noch ein paar Worte zu den Bedienpanels. Zum einen haben wir hier die Truma-Steuerung. Wie gesagt, eine Kombi 6E ist an Bord, das ein E-Modell ist, sieht man hier an diesen 2 elektrischen, was ist das? Elektrizitätspfeilen heißt das, glaube ich. Oder? Blitzen. Vielleicht Blitzen. Ja, vielleicht sind es auch Blitze. Auf jeden Fall Strom. Weiter geht's zum Hauptbedienpanel. Und das ist zwar sehr einfach gehalten mit diesen Knöpfen, aber man hat alle wichtigen Infos auf einen Blick. Und eine Besonderheit, die mir so jetzt noch nicht aufgefallen ist, in den Einstellungen kann man hier einen Wasserpumpenschutz anschalten. Das heißt, wenn der Frischwassertank leer ist, wird die Wasserpumpe automatisch nach 10 Minuten ausgeschaltet. Das kann einer Tauchpumpe das Leben retten, weil die schmelzen ganz gern. Gut, hier haben wir jetzt eine Druckpumpe an Bord, die sind da ein bisschen unempfindlicher, aber praktisch ist es auf jeden Fall. So,
Hier noch die Lichtsteuerung. Auf jeden Fall alles da, alles dran, auf kleinstem Raum. Und jetzt würde ich sagen, weiter geht's mit dem Bad. Ja, kommen wir zum Bad. Und eine Kleinigkeit hat der Christian verschwiegen. Man kann den Organizer zwar hier an die Badtür hängen, dann kollidiert er allerdings mit dem Griff. Deswegen tun wir den mal kurz weg. Apropos Griff, Einsteigerklasse, das fühlt sich nicht danach an. Das ist ja einfach, ja, haptisch schön gemacht. Metallgriffe, stehe ja ein bisschen drauf. Also hier oben sind das dann halt klassische Handtuchhalter. Ansonsten, was mir direkt auffällt, Hochglanzboden, na, bin ich mal ein bisschen skeptisch. Also man will das Bad ja auch mal normal nutzen. Da denke ich mal, das wird relativ schnell verkratzen. Das heißt, ich würde mir hier wahrscheinlich irgendwie eine Holzeinlage oder sowas holen. Toilette steht relativ frei im Raum. Ich denke auch, bei geschlossener Tür habe ich hier in alle Richtungen ausreichend Platz. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Also für die Fahrzeuggröße durchaus gut. Was fehlt, ist die Dusche. Und das hier ist ein besonderes Konzept, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Man kennt ja klassischerweise eine Auszieharmatur, die dann beides kann. Hier hat man so einen Schnellverschluss wie von der Außendusche und hat dann eben den Duschschlauch hier separat. Hätte für mich jetzt einen Vorteil, wenn ich einen Außenanschluss für die Dusche hätte und den Schlauch quasi innen und außen nutzen könnte, dann hätte ich mir natürlich ein bisschen was gespart. Aber so, naja, wirklich schön finde ich die Lösung nicht mit dem Teil. Da finde ich eine Auszieharmatur deutlich eleganter. Man muss natürlich sagen, Vorteil dieses Systems, wenn ich es im Winter wasserlos machen will, den kriege ich besser irgendwie leer, ausgeblasen etc. als so eine integrierte Armatur. Wo wir gerade dabei sind, Waschbecken. Klassisches Klappwaschbecken. Hier schicke Armatur dazu. Das sollte soweit gut funktionieren. Darüber Spiegel. Oh, Softclose ist es nicht. Knallt ganz schön hoch. Zwei LED-Spots, großer Spiegel, so will man das haben. So, kommen wir zur Dusche und da sieht man schon oben, es ist nicht nur einen kleinen Pilzlüfter, sondern ein richtig großes Fenster. Das heißt, die Abluft ist hier wirklich gut. Wenn ich hier drin geduscht habe, kriege ich die Feuchtigkeit entsprechend wieder raus. Bevor man die Duschwand hier ganz schließt, bietet es sich natürlich an, die Drehtoilette nochmal so wegzudrehen, dass sie hier am wenigsten Raum einnimmt. Dann nämlich kann man hier die Wand recht neben das Waschbecken schließen. So eine Magnetleiste und man sieht schon, jetzt hat man hier so einen Knick, der ganz schön weit in den Raum steht. Die Dusche ist somit sehr beengt. Was hier ein bisschen hilft, aber auch nicht wirklich viel, man kann die Wand noch mal ein Stück zurückschieben. Das wäre dann so der Raum, aber man sieht schon, ich bin irgendwie auf beiden Seiten auf Kontakt. Also es ist verdammt eng. Ich nehme noch mal kurz die Kamera und man sieht schon, das ist sehr kuschelig. Ich meine, ich bin jemand Freund davon, keinen Vorhang zu haben, der an einem klebt, aber wirklich viel Platz hat man hier nicht. Deswegen baue ich das wieder zurück und springe mal raus. Was fehlt? Natürlich das Heck und da sind zwei richtig große Einzelbetten untergebracht. Das hier hinter der Küche ist 2,12 Meter lang, 75 breit, also richtig groß. Man sieht schon hier ein Zusatzpolster, das ist dafür da, dass ich die beiden Einzelbetten verbinden kann. Dafür ziehe ich hier so ein Teil raus. Naja, Unterfederung ist nicht, aber wir sprechen hier schließlich auch von der Einsteigerklasse. Und dann habe ich hier eine durchgehende Liegefläche und kann wahrscheinlich sogar quer drin schlafen. Das in Fahrtrichtung rechte Bett ist durch das Badezimmer etwas eingeschränkt. Das heißt, hier komme ich nur auf 2 Meter Liegelänge, aber auch natürlich hier 75 cm in der Breite. Ansonsten, ich liege mal Probe. Ja. Meiner Gewichtsklasse, so knapp dreistellig, merkt man schon. Unterbau ist eher einfach, aber Liegekomfort geht schon in Ordnung. An Lampen haben wir hier verschiebbare USB-Sticks und diese Mini-Spots, wie man sie bei Adria kennt. Die kann man hier lösen, nach Belieben, nach rechts, links verschieben. Ha, Caravaning Promobil, schöne Gute-Nacht-Lektüre. Kann man sich hier mit hinhängen, sodass man immer griffbereit hat. Und damit erschöpft sich dann auch hier die Ausstattung im Bettenbereich. Also ich finde, da hat man noch ein bisschen Luft für Dekoration, denn wirklich viel Ausstattung ist es nicht. Aber Stauraum. Stauraum ist immer wichtig. Hier große Fächer, drei an der Zahl und die Dämpfer hat der Christian schon gezeigt, finde ich sehr, sehr cool, dass das hier einfach in der Einsteigerklasse schon mit solchen hochwertigen Hefele-Dämpfern ausgeführt ist. Kleiner Kritikpunkt,
Hier oben die Heckrundung, da sieht man schon die Innenverkleidung. Ja, ist nicht wirklich schön, ist wahrscheinlich technisch kein großes Problem, aber die Falten, wie man sie hier sieht, das ist natürlich nicht fein in so einem Fahrzeug. So, Klappen zu. Schauen wir mal unters Bett. Ach, übrigens, Fenster. Hier hat man natürlich auch die vorgehängten Kassetten. Ich finde die Fenster relativ groß. Sie sind auch nicht so auf Matratzenhöhe, dass man jetzt hier unbedingt in den Stoff reinknickt. Hier hinten gibt es tatsächlich Gardinen. Das hatte Christian ja vorne schon gesagt, dass die an der Sitzgruppe fehlen. Fenstergröße finde ich super. Gardinen auch super. Und was hier hinten auffällt, am Fußende des in Fahrtrichtung rechten Bettes, hier oben ist eine 12-Volt-Steckdose angebracht mit SAT-Kabel. Das sagt mir doch, hier wird wahrscheinlich dann der Fernsehhalter angebracht. Platz ist genug. Hier kriegt man wahrscheinlich bis zu 32 Zoll unter. Und wenn man einen richtigen Halter wählt, kann man sich das Ganze noch hier in den Gang reinschwenken, sodass man eben von der Sitzgruppe auch was sieht. Wenn das der Fall ist, hat man allerdings das Problem, dass die Verdunklung hier in Form eines Stoffvorhangs immer mit dem Fernsehhalter / Fernseher kollidiert. So, jetzt aber der Blick unters Bett. Matratzen, ja, Einsteigerklasse, vergleichsweise dünn, würde ich sagen. Ich tippe hier mal auf 10, 12 cm in der Dicke. Und man sieht schon, ich schmeiße die hier mal mit auf die andere Seite. Einfacher Holzlattenrost und hier drunter klassischerweise Schränke. Bei hochwertigeren Modellen lässt sich das Fußteil zusätzlich aufschwenken, dass man von oben an den Schrank kommt. Das ist hier nicht der Fall. Hier geht es tatsächlich nur über die Tür rein. Und durch die Stufe ist die Hängehöhe natürlich extrem eingeschränkt. Also das hier ist eine Kleiderbügelstange. Der Kleiderbügel geht dann wahrscheinlich bis hier. Und die Jacke, naja, die knüllt dann einfach darüber. Also ich glaube, Kleiderschrank kann man das nicht so wirklich nennen. Weiteres Beispiel für die Einstiegsklasse oder was mir auch gar nicht gefällt. Der Heizungsschlauch, es ist schön, dass er da ist. Aber dass der hier ohne Abdeckkappe, ohne alles mittendrin aufhört, ich weiß nicht, ob das ein Versehen ist, aber wenn es Serie in der Form Serie ist, naja, finde ich es nicht wirklich schön. Hier in der Mitte sieht man ein herausnehmbares Element. Es hat den Grund, dass hier ja der Frischwassertank untergebracht ist. Außen Einfüllstutzen, hier die Befüllöffnung und hier drunter ist der blaue Deckel für die Tankreinigung, also die Wartungsklappe. Da kommt man aber nicht ohne weiteres dran. Dafür muss man hier das Brett mit 1-2 Schrauben lösen, bevor man eben dafür die Reinigung drankommt. Und auch dann wird es schon eng. Hier ist der angesprochene Durchgang zur Heckgarage. Was der in der Form bringen soll, erschließt sich mir allerdings nicht wirklich. So, Lattenrost wieder drauf. Die Matratze, einmal Matratzen-Tetris hier rüber und wir schauen einmal unter die andere Betthälfte. Auch hier lässt es sich nicht öffnen. Wir haben hier drunter natürlich auch noch einen Schrank und was hier auffällt, die Schranksperre für den beheizten Abwassertank, der hier über das Paket mit an Bord ist, der ist nicht wirklich die Strangsperre ist nicht wirklich gut zu erreichen. Das heißt, da muss man schon einen Kniefall machen. Apropos Kniefall, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Stauklappe, Schuhklappe. Also da bekommt man ein bisschen was unter. Hier fällt auch auf, ist schön an die Maserung angepasst, schön eng geschnitten. Also da kommt wenig Dreck rein. Das ist positiv zu sehen. Hier noch ein großes Staufach in der Trittstufe und die Lichtschalter sind hier schön am Fußende angebracht. Wäre natürlich schöner am Kopfende, aber ich vermute, hat man sich dann einfach die paar Meter Kabel noch gespart in der Einstiegsklasse. So, ein Bett haben wir noch vom Fazit und ich würde sagen, das Hubbett zeigt euch jetzt der Christian. Das Hubbett ist hier immer serienmäßig an Bord und wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss hier so ein bisschen fummelig 4 von diesen Gurten öffnen und dann zieht man das einfach manuell runter. Die Gurte sind gelöst. Zack. Dann kommt das Bett bis hier runter. Natürlich eine sehr hohe Einstiegshöhe. Dafür gibt es diese Leiter. Und die ist auch schon ein längeres Exemplar und ist ein bisschen störend, weil wohin damit? Selbst wenn ich es hier oben aufs Hubbett packe, sieht man schon, es ist ein bisschen eine Verrenkung, weil die Leiter wirklich sehr lang ist. Also hier wäre irgendwo ein Halter für die Leiter ganz praktisch. Eingehängt wird sie dann hier. Ich drehe euch mal schnell den Rücken zu. So, dann hängt sie hier und man kann das Bett gut erklimmen. Wir haben hier oben noch eine LED-Leuchte zum Lesen
Und das Bett ist übrigens 1,22 breit und 1,82 lang. Ich quetsche mich mal dazwischen, dass ihr ein bisschen mehr seht. Die Matratze recht dünn ausgefallen. Darunter haben wir Lattenroste und einen Fallschutz. Und da ergeben dann diese Schnallen da oben wieder einen Sinn, weil man kann dann den Fallschutz einfach hier einhaken. Hat auf beiden Seiten dann die Möglichkeit, dass die Engele oder wer auch immer gerne aus dem Bett fällt, einfach nicht mehr rausfallen kann. So, damit haben wir euch alles gezeigt. Gehen wir raus für ein Fazit. Ich würde sagen, drin haben wir alles gesehen. Hier draußen scheint wieder für einen Moment die Sonne. Das müssen wir nutzen für ein Fazit und für einen teilintegrierten dieser Größe zu dem Preis, zu dem Basispreis, finde ich das ein wirklich gutes Angebot. Also wir haben hier, um es nochmal zu wiederholen, 66.190 mit dem 130 PS Transit. Da muss ich sagen, würde ich auf jeden Fall 500 Euro drauflegen, so wie bei dem hier. Also 165 PS macht sich am Berg dann einfach doch nochmal ein bisschen geschickter und 500 Euro für einen größeren Motor, das gibt es glaube ich bei anderen Herstellern so nicht. Der Transit passt in meinen Augen auch ohnehin sehr gut zu dem Fahrzeug, also ich verstehe nicht, warum man den Aufpreis hier wagen sollte, um dann eben einen Ducato drunter zu packen. Der Riesendisplay im neuen Ford, das Digital-Tacho, das macht alles einen sehr, sehr stimmigen Eindruck. Und zumal die Serienausstattung ist besser als beim Ducato mit Rückfahrkamera und eben Multimetersystem. Überzeugt. Ich würde ihn mit einem Ford nehmen. Thema Preise sind wir aber noch nicht ganz am Ende. Wir waren bei 66.790 ja. Euro. Dann kommen die Pakete drauf. Wir haben ja das Paket mit Solar, mit Markise, mit Felgen. Und Rückfahrkamera und Kramneve, die war im Serienumfang. Mit den Paketen kommen wir hier bei 75.000 Euro raus. Und wir haben hier einen Teilintegrierten mit 4 Schlafplätzen, 4 Fahrplätzen. Finde ich eine gute Sache. Die Sache hat trotzdem noch einen Haken. Genau, und der Haken ist, ihr könnt es euch denken, das Gewicht. Wir haben hier 7,26 Meter Fahrzeug, gut ausgestattet. Und das Ganze wiegt natürlich. In unserer Gewichtsmessung mit vollem Wassertank, aber ohne Fahrer oder ohne Passagiere, sind wir auf 3.143 Kilogramm gekommen. Und damit hat man noch eine Zuladung von 357 Kilo. Und das wird zu viert schon recht eng, möchte man. Das reicht nur für die Normperson. Ja, mit 75 Kilo. Und nicht mal dann, so hat man auch bloß noch 50 Kilo. Ja, auf jeden Fall, wenn man oft zu viert reist, sollte man doch die Auflastung in Betracht ziehen. Die gibt es hier, denn dieses Fahrzeug gibt es als 4,1 Tonnen Chassis mit 165 PS in Automatik, also nur in dieser Kombination. Und dann startet er bei knapp 70.000 Euro. So, also wir beide sind uns da ziemlich einig. Für ein Einsteigermodell zu dem Preis mit der Ausstattung. Kann man machen. Echt ein gutes Angebot, optisch auch ganz schön. Aber wie ist denn eure Meinung zu diesem Fahrzeug? Schreibt sie in die Kommentare, wir werden sie auf jeden Fall lesen und sind gespannt drauf. Das war's von uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, aktiviert die Glocke, dass ihr keinen Beitrag mehr verpasst. Und am schönsten wäre es natürlich, ihr lasst uns ein Abo da, damit ihr immer unsere Sachen seht. Aber das ist die Glocke. Ach komm, gehen wir, ich kann nicht mehr reden. Passt, tschö. Komm.